Staufen ist ein sehr idyllischer Ort. Und ich glaube, es hat allgemeine Fassungslosigkeit geherrscht, dass das an so einem Ort passiert. In Staufen lebte die Mutter, die ihren eigenen Sohn über Jahre zum Sex angeboten hat. Es sind unbegreifliche Grausamkeiten, die die Mutter und ihr Lebensgefährte ihrem Jungen angetan haben. Ein kleiner Junge verkauft für brutalen Sex über Internet. Von der eigenen Mutter, die sich mit ihrem Lebensgefährten auch selbst am eigenen Sohn vergeht. Wie kann das sein? Man kann es nicht begreifen. Der Fall Staufen hat das Thema Frauen als Täterin bei sexualisierter Gewalt an Kindern so richtig ins öffentliche Bewusstsein getragen. Jeder fünfte Täter ist eine Frau. Frauen haben Spaß daran, Kinder zu missbrauchen, sexuell zu missbrauchen. Punkt. Caroline Buchheim, Redakteurin bei der Badischen Zeitung in Freiburg. Sie hat ausführlich über den Staufenfall berichtet. Über die Mutter, die ihren eigenen Sohn vergewaltigt hat. Das kennt man vielleicht noch häufiger. Also, dass, wenn sexualisierte Gewalt in der Familie passiert, dass die Mütter es nicht wahrhaben wollen und das nicht verstehen. Aber dass Frauen sich dann aktiv beteiligen und sehenden Auges ihre Kinder oder ein Kind so einem Schicksal aussetzen, das ist ja kaum zu glauben. Die Identität des betroffenen Jungen soll geschützt werden. Deshalb nur dieses Symbolfoto und ein Pseudonym. Leo. Im Prozess vor dem Landgericht Freiburg wird herauskommen, Leos Mutter zieht ihren Sohn allein auf. Sein Vater war kurz nach Leos Geburt verstorben. Die Mutter hat keine Ausbildung, lebt von Sozialhilfe. Berin T., die Frau im blauen T-Shirt. Im Jahr 2014 ist ihr Sohn 6 Jahre alt. Da lernt seine Mutter Christian L. kennen. Der hat zuvor 4 Jahre in Haft gesessen. Wegen sexuellen Kindesmissbrauchs in 23 Fällen. Doch das macht Berin T. offenbar nichts aus. Die Rolle der Mutter war, glaube ich, die entscheidende Rolle. Also das war auch Feststellung vom Gericht. Ohne ihr Zutun oder wäre nichts passiert. Polizeipräsidium Freiburg. Zum ersten Mal spricht der Hauptsachbearbeiter in dem Fall ausführlich über die Hintergründe vor einer Fernsehkamera. Kriminalhauptkommissar Jörg Bieler hat nach den Festnahmen Leos Mutter und ihren Lebensgefährten vernommen. Und er hat die Videos von den Taten, die Leo erleiden musste, ausgewertet. Detailliert musste er für die Anklageschrift die zigfachen Vergewaltigungen des kleinen Jungen in Worte fassen. Allein knapp 2 Dutzend durch die Mutter. Man hat Dinge gesehen, die man gar nicht für möglich gehalten hätte. Weil ich habe auch Kinder. Und ich hätte das meinen Kindern nie angetan. Eine Tat. Die Mutter hat ihren Sohn auf die Missbrauchshandlungen durch den Lebensgefährten vorbereitet, indem sie, Zitat, eine anale Dehnung mit dem Finger, mit Hilfe eines Dildos oder einer Analkette vornahm. Solche Vergewaltigungen erleidet Leo fast 2 Jahre lang. In diesem Viertel von Staufen, wo er mit seiner Mutter in einer Souterrain-Wohnung lebt. Vergewaltigungen im Wohnzimmer, aber auch an öffentlichen Orten in der Umgebung. Im Weinberg. Gemeinsam mit Christian L. wird Berin T. Leo zudem an Dritte verkaufen. An Gleichgesinnte, die Christian L. über das Darknet kontaktiert. Ich kann mich im Urteil erinnern, dass der Vorsitzende Richter Bürgelin deutlich gesagt hat, dass die Taten, die sie alleine verübt hat, dass das ja mit einer der
einer der massivsten Missbräuche des Kindes war. Es sind auch Handlungen, die dem Kind Schmerzen zufügen, wo das Kind das geäußert hat, dass es Schmerzen empfindet. Sie hat den Widerwillen des Jungen nicht nur ignoriert, sondern gebrochen, war mein Eindruck. Wie kommt ein Kind damit klar, dass so etwas erleiden muss? Ich war 4,5 Jahre, als der Missbrauch anfing. Und der sich dann über 8 Jahre kontinuierlich hingezogen hat, bis ich knapp 12 Jahre alt war. Michael Reh wächst in den 1960er Jahren im Ruhrgebiet auf. Nachkriegsdeutschland. Katholische Erziehung. Michael mit seinen Eltern. Die bringen ihn immer wieder zu seiner Tante, damit die auf ihn aufpasst, wenn sie mal ausgehen wollen. Meine Tante hat mich sehr geschickt daran herangeführt, versuchter Masturbation, Penetration mit Gegenständen. Meine Tante hat mich zum Oralsex gezwungen, als ich 5 Jahre alt war. Das ging dann ein paar Jahre lang, bis hin zu Anpinkeln in der Badewanne. Ich kriege ja immer die Frage gestellt, warum hast du nichts gesagt? Das ist ja ein ungleicher Übergriff auf die Seele und auch auf den Körper eines Kindes. Du kannst das nicht verstehen. Da passiert etwas gewaltsam mit dir. Der kleine Michael fängt damals an, sich selbst zu verletzen. Bricht sich den Arm. Immer wieder. Heute ist ihm klar, das war sein Hilferuf, den aber niemand verstand. Ich hatte kein sehr großes Vertrauensverhältnis zu meinen Eltern, weil die mich zu ihr geschickt haben. Die haben mich dahin gegeben, damit die auf mich aufpasst. Also habe ich meinem frühkindlichen Geist wahrscheinlich gedacht, meine Eltern, die erlauben das. Ich wurde dann später depressiv. Man hat mich dann in ein Kinderheim gegeben oder gesagt, ich bin schwer erziehbar. Michael Reh ist mal wieder in der alten Heimat, Dortmund. Alte Schulfreunde besuchen. Sonst lebt er in den USA, arbeitet erfolgreich als Modefotograf. Der Weg zu seinen Freunden führt vorbei an dem Haus, in dem seine Tante bis zu ihrem Tod vor einigen Jahren gelebt hat. Das Haus gegenüber der Kirche, in die er als kleiner Junge zur Kommunion gegangen ist. Ich bin da reingegangen, ich wusste, was passiert. Ich habe es über mich ergehen lassen, jahrelang. Dort oben im Schlafzimmer, mit dem Holzkreuz über dem Bett. Ich habe mich in das Kreuz an der Wand hineinprojiziert oder in die Puppe, die auf dem Regal stand. Also ich bin aus mir rausgegangen. Was ein ganz bekanntes Muster bei Missbrauch ist oder was auch viele Frauen oder Männer, die vergewaltigt werden, erleben. Gleich will Michael Reh seine Freunde treffen. Hamburg. Universitätsklinikum Eppendorf. Die Sexualforscherinnen Safiye Totzdan und Johanna Schröder gehören zu den ganz wenigen WissenschaftlerInnen, die sich in Deutschland überhaupt mit dem Thema befassen. Was bringt Frauen dazu, Kindern sexualisierte Gewalt anzutun? Nach den bisherigen Erkenntnissen ist die Motivation ähnlich gelagert wie bei Männern, sagen sie. In der Forschung gilt die Faustregel: Knapp die Hälfte der TäterInnen haben tatsächlich ein sexuelles Interesse an Kindern, sind also pädophil veranlagt. Die andere Hälfte sind sogenannte ErsatzhandlungstäterInnen.
Wenn Frauen übergriffig werden Kindern gegenüber, die kein sexuelles Interesse an Kindern haben, dann können hier beispielsweise Macht und Kontrolle ein Bedürfnis sein, Macht und Kontrolle auszuüben sozusagen dem Kind gegenüber. Es kann auch sein, dass es sadistische Motive gibt, also dass einfach Spaß daran empfunden wird, Menschen oder in dem Fall eben Kinder zu quälen. Es kann auch sein, dass es ein Bedürfnis gibt nach Intimität und Nähe, das nicht gestillt wurde, weil die Frauen es zum Beispiel nicht schaffen, Beziehungen zu Erwachsenen aufzubauen und dann eben auf Kinder ausweichen. Zeit ist zwischen dem erstmaligen Auftreten der sexualisierten. Die wenigen bisherigen Studien zum Ausmaß des Missbrauchs sprechen von bis zu 20% Taten durch Frauen. Also rund jede fünfte Tat. Die beiden Forscherinnen haben für ihre eigene qualitative Studie Betroffene von sexualisierter Gewalt durch Frauen befragt. Wenn man Forschungsergebnisse berichtet über sexuellen Kindesmissbrauch durch Frauen, dann merkt man gleich so eine ganz bedrückende Stille im Raum. Und es gibt auch die Meinung, warum muss man sich so auf sexuellen Kindesmissbrauch durch Frauen fokussieren? Sexuelle Gewalt durch Männer ist doch viel häufiger. Das stimmt. Sexuelle Gewalt durch Männer ist sehr viel häufiger und trotzdem lohnt es sich, mal genauer auf sexuellen Kindesmissbrauch durch Frauen zu schauen, weil wir haben da immer noch einen großen blinden Fleck und der ist wirklich für Betroffene, ja, hat schwere Folgen. Eine Folge laut ihrer Befragung: Die Mehrheit der Betroffenen hat über das Erlebte mit niemandem gesprochen. 90% gaben an, keine Anzeige bei der Polizei gemacht zu haben. Krass, ne? 90% der Taten wurden nicht angezeigt. Das bedeutet, dass sich die Opfer auf jeden Fall vollkommen überfordert mit der Idee gefühlt haben, überhaupt eine Strafanzeige zu erstatten. Das bedeutet, dass sie auf jeden Fall angenommen haben, wenn ich das zur Anzeige bringe, glaubt mir das überhaupt gar kein Mensch. Die lachen mich alle aus. Julia von Weiler weist als eine der wenigen Expertinnen in Deutschland schon seit Jahren auf das Problem der sexualisierten Gewalt durch Frauen hin. Seit 30 Jahren ist sie im Kinderschutz aktiv. Die Psychologin hat Betroffene therapiert und kümmert sich mit dem Verein Innocence in Danger auch um Aufklärung und Prävention. An diesem Tag ist sie unterwegs zu einer Fachveranstaltung in Köln, Thema Missbrauchstäterinnen. Die Geschichte des kleinen Leo aus Staufen hält sie für einen Wendepunkt. Ich finde das immer wieder ganz faszinierend, weil wenn wir uns das Thema Misshandlung anschauen oder Vernachlässigung oder psychische Gewalt an Kindern, dann ist es überhaupt nicht überraschend, wenn Mütter da ganz vorne dabei sind. Sobald das Wort sexualisiert oder sexuell vorkommt, steckt man die in irgendeine total bescheuerte Schublade. Und mit diesen Mythen hat dieser Fall so ein bisschen aufgeräumt. In Leos Fall haben alle beteiligten Behörden nie die mögliche Gefahr durch die Mutter im Blick, sondern immer nur den einschlägig vorbestraften Christian L. Als bekannt wird, dass er mit der alleinerziehenden Berin T. liiert ist, warnt die Polizei sie vor ihrem Lebensgefährten. Die Mutter erklärt, sie werde ihren 7-jährigen Sohn schon nicht mit Christian L. allein lassen. Das reicht den Beamten. Wie gut kann ein Mensch in der Lage sein, ein Kind zu beschützen, der oder die wissentlich, willentlich solche Kontakte eingeht? Und spätestens da muss ich mir ja überlegen, ist diese Mutter entweder so schwach, dass sie so eingefangen ist von diesem Typen und alles mit sich machen lässt sozusagen, dann habe ich ein Problem, weil ich dann weiß, die kann ich beschützen. Oder habe ich es mit einer Mutter zu tun, die vielleicht in ähnlicher Weise unterwegs ist und jetzt einen Partner in Crime gefunden hat. Fachleuten sind solche Risikokonstellationen bekannt. Der Polizei, so würde man glauben, eigentlich auch. Nach meinem Eindruck ist aber die Gefahr immer nur auf Seiten des Lebensgefährten vermutet worden. Nicht auf Seiten der Mutter. Richtig. Warum? Es gab keinen Grund, das anzunehmen. Und also meine Überzeugung oder ja, ist schwierig. Bis zu dem Zeitpunkt war es eigentlich für uns noch gar nicht so klar, dass es überhaupt Täterinnen gibt.
Das hat man damals gar nicht gedacht. Das kam dann erst mit diesem Verfahren. Wenn er jetzt selbstkritisch gucken würde, müsste er fragen, wo habe ich denn vielleicht übersehen, dass auch eine Frau beteiligt gewesen ist? Oder wo habe ich vielleicht einen Fall eingestellt, weil ich keinen männlichen Täter ermitteln konnte und nicht auf die Idee gekommen bin, eine Frau zu ermitteln? Also da habe ich ihr gutes Gewissen, weil ich zuvor solche Taten nicht gemacht habe. Also Staufen war der erste Fall. Haben Sie sonst von Kollegen mal gehört? Nee. Also wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt war es auch durch Gespräche mit Kollegen, war die Rolle der Mutter eine andere. Ulm. Für das Thema Kindesmissbrauch durch Frauen ist Professor Jörg Fegert einer der renommiertesten Experten Deutschlands. Der Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik hat federführend in der Kinderschutzkommission gearbeitet, die nach dem Staufen-Skandal Verbesserungsvorschläge erarbeitet hat. Kann es sein, dass die Polizei vor Staufen Missbrauchsfälle übersehen hat, in denen Frauen die Täterinnen waren? Das würde ich schon so sagen. Also jetzt aus der klinischen Erfahrung, bin ja weit über 30 Jahre in dem Feld tätig, haben in vielen Therapien betroffene Kinder über die Rolle der Mütter geredet. Warum hat sie nichts gemacht? Ja? Warum hat sie mitgemacht? Ja? Ich denke, das war einfach ein strafrechtlich ignoriertes Feld. Es könnte also noch mehr Fälle wie den von Leo geben, in denen die Polizei nicht oder zu spät eingegriffen hat. Am Ende muss man eigentlich sagen, hat es natürlich mit der Ausbildung zu tun. Und wenn mir nicht vermittelt wird in der Ausbildung, dass auch bei Sexualstraftaten Frauen durchaus als Täterinnen vorkommen, dann fällt es mir tatsächlich nicht ein. Das heißt also, du hörst sexualisierte Gewalt an einem Kind, in deinem Kopf sofort, aha, wahrscheinlich männlicher Täter, und du fokussierst dich nur noch in diese Richtung und übersiehst ganz viele Hinweise auf eine Frau als Täterin. Genau deshalb veranstaltet sie ein Fachgespräch in Köln. Dort will sie mit KollegInnen erarbeiten, wie die Fortbildung verbessert werden könnte, zum Beispiel für Strafverfolger. So, willst du denn Apfelkuchen? Ah nee, ist Käsekuchen. Willst du aber essen, ne? Ja, dachte ich schon. Wollte ich jetzt nicht einfrieren. Michael Reh beim Kaffeeklatsch mit alten Schulfreunden. Vor einigen Jahren hat er seine Geschichte öffentlich gemacht, hat einen autobiografischen Roman über sein Leiden geschrieben. Erst da erfuhren auch Katharina und Andreas, was ihr Mitschüler damals durchgemacht hat. Das muss ich dir mal zeigen. Ich habe letztens uralte Super-8-Filme ausgegraben und digitalisieren lassen. Da sitzen wir am Jugendheim auf der Terrasse. Und dann haben wir da immer tagelang gefeiert. Und du warst immer völlig nüchtern, also sprichwörtlich nüchtern. Also nicht nur, dass du nicht getrunken hast, sondern auch sehr, sehr zurückhaltend. Das hat natürlich auf einige merkwürdig gewirkt. Die dachten, du wärst arrogant, du wärst überheblich. Da haben wir mit Sicherheit damals oft genug ihm Unrecht getan. Wenn du sagst, ich galt als arrogant, du wäre immer, dann war das einfach eine Scheu. Dann war das einfach, ich war immer außen vor. Vielleicht, weil ich in mir wusste, da kann mir keiner helfen. Und meine Tante, das darfst du nicht vergessen. Ich hatte eine Täterin, die sagte, ich bringe dich um, wenn du darüber sprichst. Und diese Todesbedrohung ist so extrem. Wenn du sagst, dass du Oralverkehr bei mir praktizierst, um das mal so platt zu sagen, dann bringe ich dich um. Da redest du nicht. Und das Erste, was er mir... In der Studie des Hamburger Universitätsklinikums haben 90% der Betroffenen angegeben, keine Anzeige bei der Polizei gemacht zu haben. Bedrohungen sind ein Grund dafür, aber auch Schweigen, aus Scham, aus Angst. Michael Reh kennt das. Wenn ich halt ein Betroffener wäre, mit wem würde ich denn darüber reden? Ja gut, ich kenne... Nein, das ist super. Ja. Was würdest du machen? Ja, eben. So, würdest du machen? Ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Wie bekommt man als Betroffener Hilfe? Noch dazu als Kind in einer schier ausweglosen Situation. Wenn die eigene Mutter die größte Gefahr ist. Man ist darauf angewiesen, dass andere aufpassen. Behörden zum Beispiel, die im Fall von Leo der Mutter blind vertraut haben.
in dem Moment, als klar war, dieser pädosexuelle Täter lebt entgegen der Weisung, denen er unterliegt, lebt mit einer Familie zusammen oder lebt mit einer alleinerziehenden Frau mit einem Kind zusammen. Da müssen doch eigentlich alle Alarmglocken schrillen. So wie die Polizei glaubt auch das Jugendamt des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald lange Zeit den Beteuerungen der Mutter. Sie werde ihren Sohn beschützen. Als die Mitarbeiter von Andeutungen hören, die Leo gegenüber einem Mitschüler gemacht hat, tun sie wieder nichts. Zu vage, heißt es. Dazu äußern möchte sich das Jugendamt nicht. Als es Leo dann doch vorübergehend in eine Pflegefamilie gibt, geht seine Mutter gerichtlich dagegen vor. In zwei Instanzen. Berenté behauptet wieder, dass sie ihren Sohn beschützen werde. Die Familienrichterinnen glauben ihr. Eigentlich müssten sie auch Leo anhören. Dafür gibt es hier sogar extra einen Raum. Doch das Gesetz lässt damals Ausnahmen zu. Zweimal bekommt Leo keine Chance zu sprechen. Und auch keinen Rechtsbeistand. Aus ihrer Sicht hätte das Leid des betroffenen Jungen früher beendet werden können. Naja, auf jeden Fall. Also, meine Hypothese ist immer noch, hätte man das Kind mal gehört und hätte nicht gewusst, was für das Kind gut ist und hätte nicht im Kopf die Regel gehabt, Mother is the best, die Mutter wird's schon richten, ja, dann hätte natürlich das Leid des Kindes vorher beendet werden können. Warum hat sie Leo das alles angetan? Schwäbisch Gmünd. Hier befindet sich die einzige Justizvollzugsanstalt für Frauen in Baden-Württemberg. Hier sitzt Berenté ihre Haftstrafe ab. Das Urteil 12,5 Jahre. Was hat sie dazu gebracht, ihrem eigenen Kind solche Qualen zuzufügen? Um ihrem Lebensgefährten zu gefallen? Hat es sie womöglich selber sexuell stimuliert? In einer Zelle wie dieser sitzt sie nun ein. Es gäbe so viele Fragen an sie. Doch ein Gespräch lehnt Berenté ab. Kein Treffen, kein Interview. Zu den Taten schweigt sie. So wie gegenüber der Polizei. So wie im Prozess. Schön, dass Sie, dass ihr hier seid. Ich würde vorschlagen, also ich kenne das von Julia von Weiler organisierte Fachgespräch. Gar nicht, dass wir uns Ihnen vielleicht mal so ein bisschen ordentlich. Ihr gegenüber Susanne Lorenz Hutschenreuter vom Frankfurter Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche. Katinka Beckmann, Professorin für Kinderschutz an der Hochschule Koblenz. Und Regina Lichtenstein, Therapeutin für TäterInnen beim Verein Innocence in Danger. Julia von Weiler will hier Eindrücke sammeln, um eine Fortbildung zum Thema TäterInnen zu entwickeln. Wo gibt es auch in der Fachwelt blinde Flecken? Wer muss geschult werden? Ich glaube, genau das ist halt auch wirklich ein Riesenproblem, weil wenn wir als Fachkräfte nicht bereit sind, da hinzugucken, ne, dann übersehen wir das ja auch. Ne? Das ist genau dieses Tabu im Tabu. Ne? Wenn wir es nicht für möglich halten, dass eben auch weibliche Personen wirklich aktiv schädigen. Ne? Und ich bin da wirklich auch sehr beim... Katinka Beckmann hat lange Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet und forscht nun dazu. Für eine Langzeitstudie hat sie rund 500 Kinder begleitet, die in ihren Familien Gewalt erlitten haben und deshalb in einer stationären Einrichtung betreut werden mussten. Dann haben wir natürlich noch mal gesondert auch auf sexualisierte Gewalt geguckt. Und auch da muss man sagen, ist der Unterschied zwischen dem leiblichen Vater und der leiblichen Mutter nicht so wirklich besonders groß. Also wir haben nur 18 schädigende Väter mehr als Mütter. Das ist schon etwas, worüber man gerne mal anders sprechen sollte. Und deswegen bin ich total froh, dass wir darüber heute Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Susanne Lorenz-Hutschenreuter vom Frankfurter Sorgentelefon berichtet davon, dass häufiger Söhne alleinerziehender Mütter anriefen. Und auch so was Alltägliches, Mutter kommt morgens früh einfach unangeklopft in das Zimmer des Jungen rein. Der Junge ist dabei zu masturbieren, erschrickt sich total. Und die Mutter sagt, ach, das ist
kein Problem, mach nur weiter, soll ich dir helfen? Und du kannst mir aber sagen, wenn dich das stört, dann höre ich sofort auf und gehe raus. Und das meine ich, diese perfiden, subtilen Seiten. Also der Junge ist gar nicht klar, was jetzt mit ihm passiert. Hat aber ein Schuldgefühl dafür, weil er eine Erektion kriegt. Ja. Ihre Erfahrungen passen zu einem weiteren Forschungsergebnis des Hamburger Universitätsklinikums. In 62% der Fälle war die Täterin die eigene Mutter. Für viele ist das unvorstellbar. Ein wesentlicher Grund dafür: das Ideal von der liebenden Mutter, die das Kind gebärt, stillt und aufzieht. Der Muttermythos. Prägend für unsere Vorstellung. Seit Jahrtausenden. Dieses Frauenbild, daran rüttelst du. Und wenn du an so einer Idee, an so einer Instanz, der Mutter, rüttelst, ja, und sagst, guck mal, da kann was passieren, ja, da passiert sexualisierte Gewalt, ja, dann bedrohst du ein System. Ein Gedankenkonstrukt bei vielen Menschen. Beim Kaffeeklatsch mit seinen Freunden berichtet Michael vom Besuch am Haus der Tante kurz vorher. Der beschäftigt ihn noch immer. Ich werde natürlich getriggert, wenn ich vor diesem Haus stehe. Ganz klar. Logo. Aber ich kann heute da stehen und es ist keine Bedrohung für mich, weil ich sage, ich bestimme, wie es weitergeht. Ich bestimme, was für ein Gefühl ich zulasse. Und dass es mich nicht übermannt. Also ich habe eine Taktik entwickelt, wie ich mit diesen überwältigenden Gefühlen umgehe, indem ich sie nämlich zulasse. Ich werde auch traurig, aber ich komme dann auch das sofort wieder raus. Und das ist zum Beispiel ein Punkt in den neuen Geboten, keine Angst vor diesen Gefühlen zu haben. Die neuen Gebote. Das ist ein Buch, das er geschrieben hat. Ein Leitfaden für Betroffene und deren Angehörige. Darin hat er all seine Erfahrungen niedergeschrieben. Aus jahrzehntelanger Auseinandersetzung mit dem Trauma. Er sieht sich jetzt als Aktivist, der nicht nur aufrütteln, sondern auch anderen Betroffenen helfen will. Wie geht man mit Drogenkonsum, mit Alkoholkonsum? Ist ja auch ein ganz großes Problem vieler Überlebender von sexuellem Missbrauch. Wie gehe ich mit Sprache um, dass ich nicht sage, ich bin Opfer, ich bin Überlebender? Das sind Schwerpunkte posttraumatische Stressreaktionen, wo einen auch keiner darauf aufmerksam macht, dass wenn du Albträume hast und den Schweiß ausbrichst und nicht mehr reden kannst, dass das eine Stressreaktion ist auf das, was passiert ist. Ganz wichtig für ihn, sagt er, sei die emotionale Befreiung im Verhältnis zu seiner Familie. Die Täterin, seine Tante, wollte sich nicht stellen, als er Jahre später versuchte, sie zu konfrontieren. Michael Reh aber wollte das Schweigen in der Familie brechen und lud dafür seine Verwandten zu einem Treffen ein. Und da packte er aus. Der Mann der Täterin sagte, du konntest doch gar keinen Sex mit ihr haben. Du warst doch ein Kind. So, das musst du dir mal vorstellen. Du konntest keinen Sex mit ihr haben. Ich war 5. Natürlich konnte ich keinen Sex mit ihr haben. Die hatte Sex mit mir und die hatte sexualisierte Gewalt an mir ausgeübt. In dem Moment wurde ich sehr emotional und sehr laut und sehr bestimmt und habe gesagt, nein, ich hatte keinen Sex mit der, sie hat es gemacht und ich erzähle euch jetzt, was sie gemacht hat. Und das kann ich nur jedem Überlebenden sagen. Ihr müsst es aus euch herausbringen und die Schuld dahin geben, wo sie hingehört, an den Täter und die Täterin. Beim Fachgespräch geht es um die blinden Flecken auch in der eigenen Beratungsszene und bei Fachkräften, wenn es darum geht, Täterinnen zu erkennen und zu benennen. Aber was wir immer noch machen, glaube ich, ist, dass wir unterscheiden, ja, wenn es ein Mädchen ist oder wenn es ein Junge ist. Also beim Mädchen würde man wahrscheinlich von außen sagen, ist ganz klar sexueller Missbrauch. Mhm. Beim Jungen, ja, Mensch, lass dir jetzt nicht von deiner Mutter da einen runterholen, oder? Mhm. Ich glaube, da müssten wir hin, ne? Dass wir das wirklich auch
gleich sehen, egal ob das ein Mädchen oder ein Junge ist. Ne? Dieses Verharmlosen, zeigt die Wissenschaft, gibt es offenbar nicht nur bei Fachkräften, sondern auch bei Strafverfolgern und in der Justiz. Wenn man sich die Forschung anguckt zu dem Thema, findet man Studien, in denen zum Beispiel Richter und Richterinnen gefragt wurden, wie sie Fälle von Kindesmissbrauch bewerten. Und man hat dann immer getauscht, einmal eine Täterin in dem Fall genannt und einmal einen Täter. Und man sieht auf jeden Fall, dass Missbrauch durch Frauen als weniger schlimm wahrgenommen wird und auch die Konsequenzen als weniger notwendig erachtet. Also zum Beispiel, dass man intervenieren muss und dass man auch eine Strafe vergibt für die Frau. Wie ist das zu erklären? Naja, es ist ja genauso wie in der Gesamtgesellschaft, dass es die Annahme gibt, dass eben Missbrauch eine Tat ist, die eher von Männern begangen wird. Und wenn eine Frau als Täterin in Erscheinung tritt, dass man dann die Tendenz hat, das irgendwie nicht so ernst zu nehmen und zu denken, dass es auch nicht so schlimm sei. Das Relativieren und Verharmlosen hat besonders für Betroffene fatale Folgen. Das Münstertal nahe Staufen. Tatvideos belegen, Leo wurde auch irgendwo hier vergewaltigt. Er musste mit fremden Tätern mitgehen, die Berin T. und ihrem Lebensgefährten viel Geld zahlten. Für den Missbrauch des 7-jährigen Jungen. Sie hat das Kind sogar Zutaten von den fremden Tätern zugeführt. War auch zum Teil dabei. Die Begründung war, dass der Junge dann ruhiger wäre, wenn sie dabei wäre. Und sie hat ihn auch dann zur Ordnung gerufen, wenn er nicht willig war. Das kam schon in einigen Szenen vor. Was ist hier die Rolle der Mutter? Ist sie in solchen Momenten auch Täterin oder nur Mittäterin? Diese Unterscheidung machen viele, wenn es um die Schuld solcher Frauen geht. So behauptete vor Jahren Deutschlands bekannteste Feministin Alice Schwarzer, nahezu alle Missbraucher seien Männer und die ganz wenigen Frauen in den meisten Fällen, Zitat, nur Mittäterinnen. Ich würde auf jeden Fall es so beschreiben, dass wir nicht den Fehler machen sollten, diese Frauen aus der Verantwortung zu ziehen, nur weil sie eine Mittäterin sind, die vielleicht als genötigt wurde von einem Mann, das zu machen. Also es ist immer noch eine freie Entscheidung, die diese erwachsene Person trifft. Und es gibt auch die Situation, dass Frauen dann auch im Nachhinein, selbst wenn der Mann dann zum Beispiel weg ist, das Kind weiterhin missbrauchen. Also es heißt nicht, dass die Frau genötigt wird und sie hat dann keinen Spaß dran, sondern das gefällt den meisten Frauen dann durchaus auch. Täterin oder Mittäterin? Was macht eine solche Unterscheidung mit Betroffenen wie Leo? Wenn wir jetzt der Mutter absprechen, eigene Entscheidungen für sich treffen zu können, sondern und im Gegenteil sagen, oh, die war so verstrickt und die konnte gar nicht anders, fordern wir damit, bewusst oder unbewusst das Kind auf, sich schützend vor seine Mutter zu stellen. Und das ist ungefähr das Schlimmste, was man betroffenen Kindern antun kann, denn die sind sowieso schon damit beschäftigt, wahnsinnig viel zu viel Verantwortung zu tragen für das, was ihnen da gerade widerfahren ist. Er hat auch Äußerungen gemacht, dass er zu seiner Mama zurück wollte, dass er sie vermisst. Und das gibt einem so ein bisschen den Eindruck von der Zerrissenheit, die dieses Kind gespürt haben muss und diese tiefe Verunsicherung, die er erlebt hat. Und dass er das auch nicht zusammenbekommen hat, wie das denn alles sein kann. Im Staufenprozess kam auch heraus, dass die Mutter die vielen Videos von Leos Vergewaltigungen auf ihrem Handy hatte. Doch nicht nur die. Laut Anklage hat sie, Zitat, auch selbst aus dem Darknet bezogene Dateien besessen, die sexuellen Kindesmissbrauch zeigten. Ein Einzelfall? Oder konsumieren Frauen tatsächlich häufiger Missbrauchsabbildungen, sogenannte Kinderpornografie? In der Regel haben wir den jungen Mann oder überhaupt Männer als Konsumenten von Kinderpornografie. Ich glaube, Frauen ticken da auch ein bisschen anders, was jetzt ihre Erregung angeht, die mehr auf das Taktile und die Männer mehr auf das Visuelle
Von dem her ist es eigentlich dann schon wieder mehr eine männliche Domäne, diesen Konsum von Kinderpornografie. Also Frauen so gut wie nicht, so gut wie gar nicht. Es sind, glaube ich, genau solche Stereotypen, das sind ja Stereotypien, solche Vorstellungen, ja, die verhindern, dass wir da hinschauen. Also, wer sagt, dass wir Männer nicht auch taktil erregbar sind? Und in einer Welt, die so visuell ist, wer sagt, dass Frauen nicht auf das Visuelle gehen? Solche Verallgemeinerungen würde ich nie treffen wollen. Aber das heißt, auch Frauen können sogenannte Kinderpornografie anschauen und haben da offenbar Spaß dran. Das gibt's da. Ich habe auch konkret mit Betroffenen zu tun gehabt, die das berichtet haben und die auch quasi mit von Müttern gezwungen wurden, mit ihnen Pornografie anzuschauen. Ja, also das gibt es natürlich. Die Recherche zu dieser Dokumentation zeigt, im Internet existieren Foren mit speziellen Rubriken, die Missbrauchstaten durch Frauen zeigen. Die sogenannten Pedomams. Dieser Link aus dem Darknet wird uns zugespielt. 10-jähriger Latino-Junge fickt seine Mutter. Russische Mutter bläst dem Sohn einen. Mutter spielt mit dem Pimmel ihres Sohns. Die Hamburger Sexualforscherinnen haben auch dazu Erkenntnisse. Für ihre Studie haben sie zusätzlich pädophil veranlagte Frauen befragt, also solche, die ein sexuelles Interesse an Kindern haben. Die Hälfte der Teilnehmerinnen gab an, dass sie sich Missbrauchsabbildungen anschauen. Was man in der Forschung auch sieht, ist, dass es auch Frauen gibt, die nicht nur eine Missbrauchsabbildung konsumieren, sondern auch bei der Herstellung und Verbreitung dieser Abbildung beteiligt sind. Und dass das auch in der Strafverfolgung auch ernst genommen werden sollte. Michael Reh ist jetzt 60 Jahre alt, steht voll im Leben und hat sich als Modefotograf einen Namen gemacht. Die 9 Gebote, seinen Leitfaden für Betroffene, hat er nicht geschrieben, um damit reich zu werden, sagt er, sondern um anderen Betroffenen mit ihrem Trauma zu helfen. Wenn du nicht lernst, damit umzugehen, dann kann das zu noch mehr Depressionen führen. Und natürlich machen viele Leute die Klappe nicht auf. Warum kriege ich denn E-Mails oder warum sagen mir Leute, ich bin 72 Jahre alt, du bist der Erste, dem ich erzähle, dass ich als 8-jähriges Mädchen missbraucht wurde. Das höre ich ganz viel, solche Geschichten. Sein Buch soll diesen Menschen zeigen, man kann mit dem Trauma klarkommen. Doch das, so sein Eindruck, interessiere viele Medien nicht. Gerade hat er wieder eine Absage für eine Talkshow bekommen. Und dann meinte die Katharina, meine PR-Agentin, ja, nimm das doch nicht so persönlich. Und dann habe ich gesagt, nimm das nicht persönlich. Das ist persönlich. Ich rede ja über mein Leben. Ich lasse die Hosen runter, damit andere Leute, damit ich anderen helfen kann, ja, damit die verstehen, worum es geht. Das ist unbewusst immer ein Schlag ins Gesicht für mich, weil es in eine alte Kerbe haut. Und das ist gut, dass du das fragst. Das haut in die Kerbe, du denkst dir das aus, das ist nicht wichtig, ich höre meinen Vater sofort, du bist schwer erziehbar. Ich kann inzwischen damit umgehen, aber überleg mal, wie viele Leute, wie viele Betroffene das Problem haben und sich dann äußern. Und die kriegen ja auch immer wieder eine Ohrfeige. Julia von Weiler ist wieder in Berlin, auf dem Weg zu einer Werbeagentur. Auch sie spürt bei ihrem Einsatz für mehr Aufklärung den Gegenwind. Das Kreativteam stellt an diesem Tag eine neue Kampagne für Innocence in Danger vor. Hier ist mal eine Idee, wo wir mit den Augen des Kindes arbeiten und quasi in die Pupille des Kinderauges eine Frau, eine Mutter, Tante gelegt haben und die dann mit dem Satz sexualisierter Kindesmissbrauch ist auch weiblich den Kommunikationsjob dann
rund macht. Ich finde, was ich so toll finde an diesem Ding mit der Pupille ist, dass diese Frau ja so eine Bildungsbürgertum, Erfolg, also so eine gestandene Frau. Ne? Also ich glaube, dass oft, wenn wir über weibliche sexualisierte Gewalt an Kindern nachdenken, dann sind wir genauso wie bei den männlichen Tätern eher so im, ach so, ja, ja, Prekariat, Feinripp irgendwie, alle 5 Wochen wird nur gewaschen und ja, so. Wohnwagen. Und das wissen wir ja, dass das nicht stimmt. Ob ihr Verein Innocence in Danger damit eine Social-Media-Kampagne startet oder auch Plakatwände im Straßenraum bestücken kann, ist auch eine finanzielle Frage. Sie ist gerade dabei, das Geld einzutreiben. Um Fördermittel kämpfen musste sie schon für diese erste Kampagne, die gut 3 Jahre zurückliegt. Ein tolles Bild, echt. Dann haben andere Frauen uns geschrieben und gesagt, wir würden durch unsere Kampagne dazu beitragen, Gewalt gegen Frauen zu rechtfertigen. Musst du auch erstmal drauf kommen. Oh ja, ich würde sagen, der Bogen ist aber sehr weit gespannt. Ja. Also für uns ist das Spannende, wenn wir über Täterinnen sprechen, wird uns sofort vorgeworfen, wir würden versuchen zu relativieren. Also die, ich nenne die mal die sehr feministisch, vermeintlich parteilich agierende Ecke, die dann sagt, aber sexualisierte Gewalt ist männlich. Wir relativieren ein Problem. Das ist überhaupt nicht unser Ziel. Unser Ziel ist zu sagen, es gibt Männer, die Kindern sexualisierte Gewalt zufügen und es gibt Frauen, die Kindern sexualisierte Gewalt zufügen. Punkt. Für unser Portal haben wir so viele Fotos gesucht. Aber ganz überrascht. 5 Jahre nach dem Fall Staufen. Leo lebt seitdem in einer Pflegefamilie. Es soll ihm den Umständen entsprechend gut gehen. Seine Mutter sitzt ihre Haftstrafe ab, ihr Lebensgefährte ebenfalls. Und was haben die Behörden aus den vielen Fehlern gelernt? Insbesondere, dass sie die Frau als Täterin überhaupt nicht für möglich gehalten haben. Gucken Sie da heute anders drauf? Ja. Eindeutig ja. Und nicht nur wir, sondern auch die Staatsanwaltschaft. Es hat sich da schon sehr viel verändert in diese Richtung. Und wir schauen auch anders drauf. Unter anderem auf Initiative von Professor Fegert und seinem Team haben das Land Baden-Württemberg und der Bund Gesetze geändert. So wie er es in der Kinderschutzkommission nach Staufen gefordert hatte. Fortbildungspflicht für Fachkräfte und FamilienrichterInnen. Dazu haben sie E-Learning-Programme entwickelt, wie zum Beispiel Juristen Familienverfahren kindgerechter durchführen können. Und auch mögliche Täterinnen ins Kalkül zu ziehen. Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, so scheint es, ist durch die schrecklichen Ereignisse sensibilisiert. Für das Thema Frauen als Missbrauchstäterinnen. Das zuständige Jugendamt soll sich mittlerweile Fachleute dazu holen, wenn es bei der Bewertung kritischer Familienkonstellationen nicht sicher ist. Aber was ist mit dem Rest der Republik? Was ist mit den hunderten Landkreisen und Städten, die nicht so im Fokus standen wie Staufen? In jeder Schulklasse sitzen statistisch gesehen 1 bis 2 Kinder, die sexualisierte Gewalt erleiden. Viele von ihnen auch durch Mütter und Tanten. Das Schlimme am Missbrauch ist, dass nicht der Skandal ist. Die sind erschütternd. Aber der alltägliche Missbrauch, die Gesamthäufigkeit, ja, das ist der eigentliche Skandal. Das heißt, wenn wir unsere Studien angucken, auch ungefähr von den jetzt lebenden Menschen in Deutschland, sagen wir mal ungefähr 300.000, die in ihrer Kindheit von einer Frau missbraucht wurden, als Haupttäterin, als Mutter. Ja? Das sind 3 Großstädte. Ja? Das ist die Dimension und der müssen wir gerecht werden.